Konnichiwa, meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und jetzt gibt's wieder die aktuellsten News. Damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid, vergesst nicht bei der Otaku Lounge vorbeizuschauen, denn da sind natürlich die News her. Zu finden und in der Beschreibung. Ansonsten wünsche ich euch ein wunderschönes Osterfest und wenn ihr mir auch ein wunderschönes Ostergeschenk machen wollt, lasst einen Daumen nach oben da, kommentiert und abonniert und aktiviert die Glocke. Da ich so viele News habe, sage ich, wir starten bei 3, 2, 1, let's go! Ein neuer Trailer von Detective Conan, also von dem neuen Detective Conan Film, wurde nun vorgestellt. Natürlich darf ich das leider nicht zeigen, deswegen ist der Trailer unten in der Beschreibung. Aber er sieht richtig nice aus. Und als deine Side-Info, auf der Pro7-App könnt ihr immer die letzten 7 Folgen, also die letzten 7 Tage der Detective Conan-Reihe oder auch der Kaido-Teile anschauen, die vor kurzem dort gelaufen sind. Aber zurück zum Film. Am 12. April ist der Film schon gestartet in Japan und ich hoffe, dass der bald nach Deutschland rüberkommt, denn ja, Detective Conan-Fans gibt es hier mehr als genug. Seid ihr auch Detective Conan-Fans und was ist euer Lieblingsfilm bis jetzt? Schreibt mal unten in die Kommentare. Manga-Kult kündigt jetzt endlich den Highscore-Girl-Manga an. Dieser hatte einige Startschwierigkeiten, weil er ja so viel von Street Fighter und anderen benutzt hat, dass sie in einen kleinen rechtlichen Streit gekommen sind. Das SNK, glaube ich, heißen sie, wurde eben der Anime oder der Manga dafür angezeigt. Deswegen haben die eine gewisse Pause von 2 Jahren gehabt, bis der Rechtsstreit da war. Was ich auch vorhin ganz nachvollziehen kann, dass sie da ein bisschen auf den Deckel bekommen haben. Wer das nicht von euch kennt, auf Netflix kann man die ganze Serie anschauen. Und wie gesagt, der Manga kommt nun bald dazu raus. Was heißt bald? 2020 soll das gute Stück rauskommen. Einer der bekanntesten Anime-Filme aus meiner Kindheit, den ich damals nicht sehen durfte, weil ich noch etwas zu jung war, war ja der Film Akira. Auch viele eurer Eltern werden den wahrscheinlich kennen. Und dieser hat natürlich jetzt das Potenzial, nach Ghost in the Shell etc. auch in das Hollywood-Team mit aufgenommen zu werden. Bei der Umsetzung des Anime in einen Live-Action-Movie in Hollywood-Format kam natürlich als allererstes wieder die Skepsis hervor, denn solche Filme werden ja oft ein bisschen angepasst. So ist zum Beispiel nicht die Hauptstadt Neo-Tokyo, sondern Neo-Manhattan. Also wir gehen schon mal komplett ins Amerikanische rüber und auch einige Charaktere wurden verändert. Ob das jetzt den Film schlechter oder besser macht, weiß ich nicht. Ich selber habe den alten Film noch gar nicht gesehen. Ja, Schande über mich. Aber ich finde, wenn man solche Filme als Einzelnes sieht, als einzelnen Film, dann machen die eigentlich schon trotzdem Spaß, wenn man sich einfach wirklich wie bei allen Live-Action-Movies denkt, hat nichts mit einem Anime zu tun. Es ist ein Spin-off eher. Also dann kann man sich das eigentlich ganz schön reden. Nee, dann kann es auch sehr, sehr gut sein. Also es sind sehr gute Filme auch schon rausgenommen. Es sind auch schon sehr viele gute Filme rausgekommen. Was ist euer Lieblings-Live-Action-Movie? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Das würde mich echt interessieren. Seven Deadly Sins bekommt eine neue Staffel. Ja, man glaubt es kaum. Es ist wirklich so, dass der Seven Deadly Sins endlich weitergeht. Es wird von sehr, sehr vielen erwartet. Ich habe auch schon sehr viele, die ein bisschen Anime kennen, aber nicht so tief in der Materie drin sind, gesehen, dass es sehr, sehr viele Fans gibt, weil die sich das auf Netflix gegeben haben und es schon eine sehr geile Serie ist. Und nun wurde endlich angekündigt, es wurde confirmed, die dritte Staffel kommt, aber erst im Herbst 2019. Es arbeitet jetzt dann auch ein anderes Studio dran, sollen aber auch wieder die gleichen Sprecher werden. Ich denke, es wird trotzdem top, 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 top. Habt ihr das gesehen? Lasst mich mal wissen. Meisterdetektiv Pikachu ist ja nun fast schon greifbar, denn im Mai fängt ja der Film endlich an, in den Kinos ausgestrahlt zu werden. Und es wurde jetzt nochmal ein neuer Trailer, ja, ich verlinke ihn unten, weil ich ihn nicht einbinden kann, rausgebracht. Und dieser ist schon ein bisschen lustig, finde ich. Denn das Ganze geht um die Audition, also die Pokémon bewerben sich für den Film, die drin vorkommen. Da sieht man auch mal das ein oder andere Pokémon, das man vielleicht im Trailer vorher nicht gesehen hatte. Das Ganze ist sehr, sehr lustig gemacht und ich hau euch mal den Link unten rein. Das ist auf jeden Fall mega nice. Freut ihr euch schon auf den neuen Pokémon-Film? Ich habe es schon 100-mal gefragt, aber lasst mich wissen. One Piece Stampito ist nun endlich langsam greifbar geworden. Wir können es langsam endlich anschauen. Und ja, es ist so, dass jetzt der neue Trailer rausgekommen ist. Und den kann man sich natürlich nicht bei mir anschauen, aber unten haue ich euch mal die Verlinkung mit rein. Ich denke, für One Piece Fans wird ein Traum, weil ich habe auch schon in vielen sozialen Medien gesehen, als der Trailer veröffentlicht wurde, dass sie es geteilt haben und die Leute schon richtig, richtig heiß sind auf dem Film. Ich hoffe, ihr auch. Lasst mich wissen in den Kommentaren. Und der nächste Trailer, den seht ihr hier nicht, denn wir haben noch eine weitere News, und zwar Ni No Kuni hat jetzt den ersten Trailer rausgehauen. Auch da warte ich schon sehnsüchtig endlich auf den Film, denn
Ni No Kuni ist einfach mega geiles Franchise und macht richtig Bock. Vor allem, man merkt, dass einige von Studio Ghibli trotzdem da mit Regie führen oder halt noch mit beteiligt sind. Deswegen ist dann schon dieser Ghibli-Touch mit am Start. Aber ich freue mich mega. Habt ihr die Spiele gespielt, Teil 1 oder 2? Schreibt es mir in die Kommentare. Für alle Berserk-Fans gibt es endlich mal wieder ein bisschen was nach der langen Durststrecke, denn es wurde ja jetzt längere Zeit schon nichts veröffentlicht. Und zwar geht jetzt der Manga wieder weiter. Ab 26. April wird er dann wieder wöchentlich in der japanischen Fassung gebracht. Also im Young Animal Magazine, also wo der veröffentlicht wird, da kommt er wieder raus und es geht wieder weiter. Ich hoffe, ihr seid schon ganz gespannt darauf, denn ja, bald geht's wieder weiter und natürlich wird wahrscheinlich auch die Anime-Adaption dann nicht lange auf sich warten lassen. Wer jetzt mal gerade so zu Hause rumliegt und denkt, ach man, an Ostern habe ich nichts zu tun, geben wir uns doch mal einen Pokémon-Film. Habe ich was Gutes für euch, denn unten ist für euch ein Link mit in der Beschreibung und der führt direkt zu Pokémon TV, denn dort könnt ihr nun den zweiten Pokémon-Teil anschauen. Also Pokémon 2, die Macht des Einzelnen, wer richtig Bock hat, geht jetzt mal unten in die Beschreibung, geht auf den Link, klickt nochmal auf den Abo-Button, einfach nur, dass ich mehr Abos kriege. Danke, ciao. Eine weitere News gibt's noch zu Naruto, denn Naruto hat ja vielleicht, falls es jemand von euch gemerkt hat, hat sich aus Netflix wieder zurückgezogen und hat die ganzen Filme wieder runtergenommen. Die wurden jetzt aber neu verhandelt und sind jetzt wieder verfügbar. Also so gut wie alle Filme, also ich habe jetzt mal drüber geschaut, sollten eigentlich so gut wie alle Filme sein von Shippuden normal und Boruto, auch der erste Teil. Die sind wieder verfügbar, die könnt ihr euch jetzt wieder geben über die Ostertage. Für alle Mooney-Fans gibt es jetzt auch wieder was richtig Cooles, denn Sailor Moon wird wieder neu veröffentlicht. Also nicht keine neue Serie, sondern die alte Serie, die wir aus unseren Kindertagen kennen. Vielleicht einige Junge von euch nicht. Die klassische Serie wurde nun noch einmal rausgebracht und zwar von KC. In der Variation der Blu-ray-DVD. Darf man Blu-ray-DVD sagen? Also in einer Blu-ray-Fassung. Die Neuauflage soll dann in 5 Boxen rauskommen und ja, gebt ihr euch die? Ja oder nein? Schreibt es mir in die Kommentare. Der Mangaka Matsuhiko Kato ist leider verstorben. Bekannt durch seine Reihe wie Lupin der Dritte. Bereits am 11. April ist leider schon Kato verstorben. Mein Beileid an dieser Stelle auf jeden Fall. Aber das Ganze ist nicht nur mit einem traurigen Auge zu sehen. Ich bin der Meinung, man sollte immer positiv nach vorne gehen. Und das einzige Positive, was jetzt noch hinterblieben ist, ist auf jeden Fall, Lupin der Dritte bekommt einen neuen Film, der jetzt demnächst rauskommt. Dieser ist bereits für den 31. Mai 2019, also sehr zeitnah, angesetzt und ist dann wohl ein wunderschönes Abschiedsgeschenk für einen sehr, sehr großen Mangaka, der jetzt nach dem Erfolg auch noch an vielen Universitäten eben Vorträge gehalten hat in die Richtung Manga-Zeichnen. Von dem her, vielen Dank für dein Beitrag für die Anime-Welt und Manga-Welt. Scheiße einfach, ne? Aber wir sind gespannt und werden uns mit sehr viel Liebe den neuen Film geben, der jetzt bald rauskommt. Ranma 1,5 feiert sein 30-jähriges Jubiläum. Meine Güte, das Ding ist so alt wie ich. Das muss man sich mal vorstellen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ich hoffe, ihr habt den Anime gesehen. Der ist richtig, richtig nice und richtig lustig. Hat mich auf jeden Fall sehr lange in meiner Kindheit begleitet und sehr großes Stück Love an Ranma 1,5. Das Schönste zur Gratulation des 30-jährigen Jubiläums hat wohl ein User gemacht auf Twitter, denn der hat alle Sprecher nochmal, also eine Videodatei nochmal zusammengestellt mit allen Grüßen von allen Sprechern, die damals gesprochen haben. Sehr schöne Idee. Was denkt ihr? Die Animagic sichert sich eine Weltpremiere. Falls ihr dieses Jahr auf der Animagic seid, nehmt euch auf jeden Fall Zeit, denn Violent Evergarden wird dort präsentiert, beziehungsweise eine Side-Story davon. Und das ist eine weltweite Premiere, denn das wird schon mal ein bisschen vorbereiten auf den baldigen Film, der 2020 erscheinen wird. Und das Beste ist, der Regisseur ist dort vor Ort, hat ein Panel, genauso wie auch die Synchronsprecherin, die Originale. Also die Originale, die Japanische, ihr wisst, was ich meine. Wenn ihr dort seid, nehmt euch auf jeden Fall die Zeit, euch A, diese Side-Story zu geben und B, auf jeden Fall das Panel anzuhören. Manga Kult lizenziert ja in letzter Zeit richtig geile Sachen und was richtig cool dabei ist, die haben Sales at Work Black. Denn das sieht schon nach einer richtig coolen Story aus. Ich muss mir jetzt endlich mal Sales at Work, das Normale, anschauen. Das gibt's bei The Way of Wakanim aktuell anzuschauen. Das Ganze wird ziemlich interessant, weil dort nämlich, also es sind ja kleine Blutzellen, weiße und rote Blutkörperchen, die versuchen im Körper zu arbeiten. Aber was passiert, wenn Alkohol oder Tabakkonsum dazukommt? Das ist schon ziemlich interessant, deswegen ich hätte schon richtig Bock auf den Manga. Wie schaut's bei euch aus? Ohne Scheiß Netflix, vielen Dank, dass ihr das jetzt endlich rausbringt. Ich hab
habe so sehnsüchtig darauf gewartet, schon als die Filme rausgekommen sind. Denn Netflix sichert sich neue Serien und ich bin fast im Dreieck gesprungen, denn Inuyasha, die erste Staffel, wird nun bald verfügbar sein. Die werde ich mir definitiv nochmal reinziehen. Wie weit das Ganze geht, weiß ich noch nicht, weil ich hätte schon Bock, dass jetzt auch bald die neuen Folgen noch mit reinkommen, weil es wurden ja jetzt die letzten produziert. Weil irgendwie habe ich das nicht mehr in Erinnerung, wie es ausging, weil es wahrscheinlich auch niemals rauskam. Noch dazu, was auch mega, mega nice ist, wo ich auch voll Bock drauf habe, Bleach kommt raus auf Netflix. Nochmal natürlich alles mit der deutschen und der japanischen Synchronisierung. Noch obendrauf hauen sie noch zwei Filme, und zwar einen von Bleach und auch noch einen von Code Geass. Habt ihr Bock drauf? Dann lasst mich mal in den Kommentaren wissen. Alter, ich freue mich so hart über Inuyasha einfach. Das war's für heute. Vergesst nicht, am Donnerstag kommt ein cooles Special. Da kommt eine richtig coole Kooperation. Freut euch auf jeden Fall darauf. Außerdem habe ich vor, einen Kiss, Marry, Kill zu machen. Schreibt mir die Charaktere drunter, die da drin vorkommen sollten. Denn da habe ich mal richtig Bock drauf, sowas zu machen. Vergesst auch nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen und die Glocke zu aktivieren, wenn ihr abonniert habt, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank auch an die Otaku Lounge. Frohe Ostern an euch. Und wir sehen uns am Donnerstag wieder. Und die neuen News gibt's nächsten Sonntag. Mit diesen Worten, Sayonara. Ciao.